So, Günther, wir finden uns hier auf Marcells Geburtstag. Eine weitere Folge von Schrottis Spezial. Das ist Marcel, dieser junge Mann. Sieht nicht gut aus, aber kann man dran arbeiten. Hatte letztens Geburtstag. Wir sind mal nett zum Schaf. So. Fang jetzt an. Ja. Was gibt es denn jetzt? Es gibt heute ein Boujolais de Saint-Jean. Okay, irgendwas Französisch. Porno-Französisch. Okay, und für wen? Natürlich für das Pelzmonster. Für wen soll es anders sein als für mein eigenes Fleisch und Blut? Meinen Sohn werde ich heute was ganz Besonderes vorbereiten. Oh. Ich bin mir noch nicht sicher, was es sein wird. Hast du auch schon was vorbereitet? Ich habe das schon mal vorbereitet. Ja. Hallo und herzlich willkommen. Einmal bitte in die Kamera halten, was du da vorbereitet Moment. Hast. Moment. Ich weiß selber noch nicht, was ich vorhabe. Okay. Aber ich hatte mir gedacht, dass es an diesem Abend wie an den anderen zu diesem Ereignis kommen würde. Deswegen habe ich spontan einfach mal Mozzarella-Tomatensalz mitgebracht. Ja. Firma ausblenden, wollen ja keine Schleichwerbung machen. Ja, okay. So. Ich würde sagen, aber bevor wir das machen, beginnen wir erstmal mit etwas Härterem. Darf ich mal meinen mitgebrachten Scotch aufmachen? Schrotti, vielleicht etwas Dreck aus dem Kaktus? Nee, das ist gemein. So, was machst du nicht gemein? McIlroy House Scotch. Mhm. Pennymarkt. Ja. Krasses Scotch. Für mich ist das. Hält, soweit ich das weiß. Macht nichts. Passt. Wir brauchen ein Stück von der Oh, guck mal, wunderschön. Ahoi. Und Marcel. Ahoi, Brause. Hä? Etwas von dem Ich will nicht alles aufbrechen. Okay. Nicht alles. Auch mitgebracht, nicht schief halten, bitte, die Kamera gerade halten, sonst ist das Mädchen. Dankeschön. Auch von mir speziell mitgebracht heute Jalapeno Red Pepper Sauce. Okay. Extra scharf. Ja. Ich krieg die Flasche nicht auf. Schrotti, ja? Kann das sein, dass das ein ähnlicher Mix ist wie den, den du getrunken hast, als wir uns kennengelernt hatten? Ich sag mal so, als kleiner Tipp am Rand, es ist kein roter Fuchs. Okay. Das heißt, das heute wird ein bisschen anders. Ich krieg diese scheiß Flasche nicht auf. Ich hasse ja diese geilen Verschlusskappen mit dem Plastik, wo man das Plastik abreißen soll, das nicht funktioniert. So, offen. So, was nehmen wir denn? Nehmen wir einen Tropfen? Wir haben ja erst halb 10. Ja, dann wollen wir nicht so sein, wir nehmen mal ein bisschen mehr. So, das muss reichen. So. Nächstes ist dieser wunderschöne grüne Waldgeist, um die Farbe und das Aroma zu erhalten. Exzellenter Jahrgang, 2011. Wer war das denn? Aus grün und rot, mach. Sieht jetzt schon so ein bisschen aus wie GKUtes. Ja, mach Klobrühe. Nee, ist besser. Was haben wir denn noch da? Ich alles noch. Bisschen Salzstangen, gell? Bin zu groß. Mhm. Haben wir einen Shaker? Ich bräuchte ein Stück von der Gurke. Jetzt hat der da auch noch Salzstangen drin gemacht. Nee, nicht. Nimm nicht die Gurke. Oh, das gibt er. Captain Morgan. Nicht die Gurke. Nee. Der gute Captain. Ja, ist ja für einen guten Zweck. Okay, guter Zweck. Mein guter Scotch ist auch. Wir brauchen. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen Menschen in die Soße. Hier. Mach Pipi. Mach Pipi. Schrotti, musst du mal? Nö. Aber der das gleich kriegt. Ich muss aber mal. Und das Problem ist, ich habe eine offene Wunde am Finger und ich merke gerade, wie scheiße scharf das Zeug auf der Haut ist. Oh, scheiße, das brennt wirklich nach. Hast du einen Shaker? Ich steck ein Taschentuch rein. Was kommt da jetzt, Curry? Das ist jetzt Tomaten-Mozzarella-Scheiße. Okay. Da, Serviette. Sehr clever aufgemacht. Ja, anders komme ich mit meinem dicken Finger nicht da rein. Ja, das ist Pech. So, was brauchen wir denn noch? Haben wir Bier da? Wir brauchen ein bisschen Bier und ein bisschen Cola. Warte mal, die Cola Dinge hat man draußen. Letztens draußen. Bier gebracht. Wir rühren. Ich gehe wohl. Und mach oben nachher, guck ich das Schaumzeug weg. Also, erinnert mich so ein bisschen an das, was meine Meerschweinchen damals hatten, als sie Durchfall gekriegt haben. Ja. Nein! Wer das riecht, ist schon tot. Und das muss man jetzt probieren. Nee, danke. Also, das brennt dir die Nasenhaare aus den Ohren. Wenn du fragst, ich will doch gleich mal probieren. Cola. Okay. So. Cola soll ja nicht zu süß sein. Reicht. Wir brauchen ein offenes Bier. Schrotti, kurze Frage, muss ich das austrinken? Du nicht. Nein, ich nicht. Pelz, ja. Ja, aber ich will es probieren. Brauchst du das wirklich? Du willst es probieren. Ja, aber nicht. Marcel, brauchen noch ein bisschen was Stärkeres, also noch ein bisschen von dem guten Scotch. Die sind für den Kleinen.
So, jetzt mal, ich möchte einen Löffel probieren. Ich glaube, ich habe dieses Getränk noch nicht benannt, aber ich nenne es einfach mal Moppelkotze. So, erster Test, Person. Wir nehmen nur eine kleine. Genau. Es könnte auch kalte Hühnerbrühe sein. Ja. So, probieren wir das Ganze mal. Also, es sieht ganz gut aus. Ja. Es sieht ganz gut aus. Probieren wir mal. Schrottis Küche. Ist es scharf genug? Es ist auf jeden Fall scharf im Nachgeschmack. Es schmeckt würzig, es schmeckt nach Rum, es schmeckt nach Scotch. Es ist auch alles dazu. So ein bisschen das Typische vom Alkohol und das Scharfe von der. Nee, das reicht. Hallo, das reicht, ja wirklich. Also ich bräuchte ein bisschen Pfeffer. Haben wir Pfeffer? Pfeffer haben wir. Aber Pfeffer. Wo steht Pfeffer? Da! Oh! Hinter der Wand! So. Ein bisschen. Pfeffer. Nee. Nee, danke. Probier. Ich brauche den Löffel jetzt wieder. Probier. Aber ich auch nicht. Nee, ich mach das nicht. So. Traust dich nicht. Das auch? Ich sag mal so, ich weiß, dass ich es nicht mag. Und ich hasse es, etwas zu trinken oder zu essen, was ich nicht mag. Möchte ich kurz einen Hinweis drauf geben. Das ist eine der von den Testpersonen, die damals den Roten Fuchs probiert haben. Einer von den wenigen Leuten, die nicht kotzen mussten. So, willst du probieren? Jetzt kommt natürlich das Highlight. Das gleiche, was ich früher beim Roten Fuchs auch gemacht habe. Ein bisschen rühren und den Pfeffer. Den Pfeffer schön oben drauf. So. Ja. Und jetzt geben wir das unserer Testperson. Bitte einmal. Ich glaube, sie stört. Du bist so ein dummes Schwein. Schrottifilm ist präsentiert. Ich gebe dir nur einen Tipp, wenn du was trinken willst, ja? Dann stellst du dir bereit. Habe ich. Milch hilft vielleicht noch besser. Keine Ahnung. Ja, das ist nicht so Wasser rein. Das und hier drin. Hey, grinst einmal bitte vorher in die Kamera grinsen. Steh mal bitte auf. Du wirst vielleicht gleich rennen müssen. Ich probiere nur einen Schluck. Guck mal in die Kamera. Mach mal kurz bitte. So sieht der junge Mann noch normal aus. Ja, hey, guck mich an. So. Nee, hör mal, warte, mach das nochmal. Ich habe den Mittelfinger nicht drauf gehabt. Jetzt. Vergiss eins nicht. Nicht dran riechen. Echsen. Genau. Ich ex es nicht, ne? Nein, kannst du sowas von vergessen? Ich trinke einen Schluck am Mayonnaise. Du trinkst mehr als einen Schluck. Du bist es mir schuldig. Ja. Du bist es mir einen schuldig. Schluck. Ich bin dir einen kurzen schuldig. Dann bist du mir drei Schluck schuldig. Ich bin dir einen kurzen schuldig. Ja, ein großes Schluck. Nee. Ich möchte, dass mindestens das hier weg ist. Hier. Das ist tolles Zeug. Sei ein Mann, sonst kommst du nicht ins Fernsehen. Wenn der Captain drin ist, trinke ich nicht. Ist der Captain drin? Nein. Bis hier, mindestens. Prost! Nicht dran riechen, trinken! Ein großer Schluck! Ich trinke einen großen. Ein bis da! Es ist nicht so schlimm! Ein bis da! Es ist wirklich nicht. Ich hab's auch probiert. Es ist wirklich ein bis da! Stopp. Ein bis da! Moment! Die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Nein, du hast auf die fünfte Rille gezeigt. Na, da wo mein Fingernagel ist, du Idiot! Dein Fingernagel war eben auf der fünften. Nee, bis zur dritten! Das ist nur so ein Maximal bis zur dritten! Nein, du hast auf die fünfte gezeigt. Maximal bis zur dritten! Du hast auf die fünfte gezeigt. Hey! Das ist eine Abmachung. Vierte! Nein, das macht die Tür sperrbar bald auf. Das ist eine Abmachung unter Ehrenmänner. Du hast gerade auf den fünften gezeigt. Was? Du musst bis zum fünften runter trinken. Los! Oh, das ist doch schön! Der hat sogar mehr getrunken! Hey, geil! Momentaufnahme, komm mal her. Wie geht's denn unserem Darsteller? Kummelfeuer war schlimmer. Gut, aber der Geschmack ist ekelhaft. Sehr gut. Halt ihn fest! Ich würde mir ein Bier drüber trinken. Warte, du schmissest nicht. Junge, geh mal. Das ist nicht schlimm, aber der Geschmack ist. Weißt du, was das Schöne an dem Getränk ist? Morgen kannst du richtig schön scheißen. Da hab ich kein Problem mit, muss ich so machen. Nein, nur der Geschmack ist ekelhaft. Nummer zwei, er verträgt das. Der Geschmack ist ekelhaft, der Rest ist egal. Aber er mag das. Ist der Essig drin? Nein. Da riecht nach Salat. Schmeckt nur Sachen, die man wirklich zu sich nehmen sollte. Es riecht aber extrem nach Essig, ne? Es könnte auch Salatdressing sein, ich weiß es nicht. Er hat schon. Ja, einen Schluck, aber mehr kann ich nicht trinken, weil ich nicht weiß, ob Alkohol drin ist. Da ist Alkohol drin. Ja. Marcel, willst du mal probieren? Schmeckt wie Salat. Ja, schmeckt wie Salat. Julian, willst du mal probieren? Nein. Oh bitte. Nein. Oh bitte. Schärfe geht, Geschmack ist ekelhaft. Da muss gehen, Schärfe. Extrem ekelhaft. Ich möchte es hier mal auf Finger. Hier!
Black Mamba. Das schmeckt echt wie Salat. Das kommt bei der nächsten. Das schmeckt wie Salat, so sind Alkohol. Ja, was hab ich? Wie langweilig. Trink aus. Pelzer auf die Scheiße. Ja, ja. Ey, Hendrik und Pelzer auf die Scheiße. War das da? Suppe mit Chili und Mais. Nein. Alles Mögliche. Trink aus. Komm, sei ein Mann. Sei ein Mann. Sei ein Drummer. Drummer, Baby. Komm, Turbo. Nee. Du musst da nicht dran riechen. Nase zu und durch. Ich hab Hunger. Ich kann nicht. Riechen und dann genießen. Ehrlich. Also ich hab Spaß. Ehrlich, ich hab Spaß. Und allein der Gesichtsausdruck vom Pelz ist mir absolut wert. Du weißt, jeden dummen Spruch wird heute nicht mal in der Schelle mischen. Aber hallo. Ja, das hier war das andere. Die Schellen kommen extra, mein Freund. Okay, nochmal. Ja, hier. Wunderschönes, zartes Aroma. Einmal der Mischmixer, probiert ihr auch mal einen Schluck. Wie ihr alle wisst, meine eigenen Tränke trinke ich niemals, weil ich weiß, was drin ist. Morgen. Ja, dann trink Buche da. Schön. Ja, jetzt mal raus! Komm, hier! Bist du schon raus? Also diese junge Frau hat es auch getrunken, ja? Und sie sagt es. Was hast du gerade gesagt? Wie schmeckt es? Es brennt! Ja, natürlich.